Jo, und wieder herzlich willkommen zu einer neuen Kanalbewertung. Und wie wir sehen, der Kanal von Red Goblin, oder wie er sich schimpft, Red Goblin. Ja, kommen wir direkt zum Banner, würde ich sagen. Und dort haben wir ein recht, ja, aussagekräftiges, sage ich mal, Banner. Ja, was heißt aussagekräftig? Aussagekräftig ist nicht unbedingt, aber sieht nicht schlecht aus. Sieht selbstgemacht aus, würde ich jetzt mal sagen. Ich würde mal sagen, das ist ein Hintergrundbild mit ein paar Effekten drüber gelappt. Sieht nicht schlecht aus. Das Logo an sich ist auch nicht schlecht. Mit einem Goblin und ein Schild in der Hand im Hintergrund. Sieht nicht verkehrt aus. Der Avatar, ja, okay, ist jetzt nicht unbedingt was Aussagekräftiges. Es wäre vielleicht nicht schlecht, wenn man im Banner an sich sieht, was es denn hier gibt. Sprich, Gameplay, Let's Plays, Commentaries, Podcasts, schieß mich tot. Ja, irgendwie einbringen. Und wenn es Icons sind, die das vielleicht aussagen, oder als Schrift oder weiß der Geier was. Aber an sich ist der Banner in Ordnung. Finde ich, sagt was aus. Finde ich okay. So, dann gucken wir das Ganze uns mal auf Google Plus an. Wie es denn da aussieht. Ah, okay, hat das rangezoomt. Okay. Na gut, das ist schade. Aber da sieht man mal, wie das genau aussieht. Also es ist eigentlich ein grüner Goblin, wie das ja so ist, ja, mit blauem Schild. Ja. Warum man sich Red Goblin genannt hat, hat, denke ich mal, einen Hintergrund, weil grüne Goblins gibt's schon genug, denke ich mir mal. Ja, aber nichtsdestotrotz, Banner ist in Ordnung, passt, wie gesagt, noch ein bisschen, irgendwas eingebaut, was denn da genau noch drin ist, also was es denn hier gibt, Dingsbums da, und ansonsten passt der an sich. Daher kriegt der Banner an sich schon eine recht positive Bewertung, an sich schon, und ja, ist, denke ich mal, nicht verkehrt, die Bewertung. Es ist ja nur meine persönliche Meinung. Das ist ja nicht die Meinung von keine Ahnung wen alles. Daher würde ich sagen, dass diese Bewertung doch recht vielversprechend klingt, ne? 91% ist okay. Gut. Dann kommen wir jetzt zur Kanalübersicht, sprich hier das ganze Gedöns. Da ist ja doch einiges drin. Komme ich mal zu den einzelnen Abschnitten. Beliebte Videos ganz oben. So, dann kommen die Uploads. Das ist auch ordentlich. Und dazu kommen wir später. So, dann haben wir hier die Commentaries. Leute, warum schreibt ihr alle Commentaries falsch? Warum schreibt ihr Commentary? Och man. Nochmal, für die, die es nicht mitgekriegt haben. Commentary, ja. Wenn ein englisches Wort mit Y aufhört und es wird eine Mehrzahl draus, dann wird daraus ein IE, sprich Commentaries mit IE geschrieben. Das nur soweit. So, dann haben wir hier Serien. Das finde ich ganz interessant. Gefällt mir, weil er hier extra irgendwelche Serien, die er hat. Wie, ob du da noch mehr hast, wenn du da mehr von hast, dann würde ich das nicht so machen, sondern so nebeneinander, weil aus einem ganz einfachen Grunde, dann kann man nämlich hier so machen. Verstehst du? Und wenn da mehr sind, kann man halt hier drauf klicken. Und das kannst du in dem Fall nicht, weil die Option ist ja nicht vorhanden. Dann kannst du nur hier direkt so drauf klicken, dass du dann darin kommst. Aber das ist ein bisschen umständlich. Ansonsten ist es eigentlich ganz okay so.
Hier seine Special-Folgen. Hier Hardware-Unboxings. Aber da scheint er nur ein Video zu haben. Das ist ein bisschen schade. Wenn da mehr wäre, würde das sich vielleicht lohnen. Aber wenn dann wirklich nur ein Video ist, ist das natürlich schade. Dasselbe gilt hier für die Livestreams. Also wenn da wirklich nur ein Video vorhanden ist, dann mach doch einen Reiter. Also sprich ein so ein Ding, wo du mehrere Playlists reinhaust. Sprich, keine Ahnung. Hardware und Livestreams meinetwegen. Oder irgendwas dergleichen. Ja, aber ansonsten ist die Übersicht ganz in Ordnung. Sowas haben wir hier oben rechts. Ja gut, er hat's ordentlich gemacht. Er hat nicht irgendwelche Megakanäle hier rein geklatscht. Ja, sondern Kanäle, die man jetzt nicht wirklich kennt. Finde ich okay. Passt. Gut, ja gut, beliebte Kanäle auf YouTube, das kannst du nicht beeinflussen. Das sind halt die beliebtesten Kanäle in dem Genre. Aber ansonsten passt die Übersicht. Also finde ich in Ordnung. Das ist mal eine ordentliche Übersicht und nicht einfach so, ach, ich mache die Standard-Dinger und leck Arsch. Sondern das ist ordentlich, das gefällt mir, hier hat sich einer wirklich Mühe gemacht. Und das sieht man auch. Ja, deswegen kriegt er auch eine dementsprechende Bewertung von mir. Also hier sieht man wirklich, der gibt sich Mühe und der sagt sich, ich klatsch die Scheiße nicht einfach so dahin, sondern ich will, dass das ordentlich aussieht. Und nicht einfach so, ach komm, machen wir mal den Scheiß und leck Arsch. Sondern der gibt sich wirklich Mühe. Und das finde ich schon mal positiv. Zack. So. Dann gibt es auch die dementsprechenden Prozente dafür. Ne? Und das in dem Fall 93. So, ist mein Textdokument natürlich abgeschmiert. Habe ich ein Problem. Mein Taschenrechner war eben kurz weg. So, 93 hatten wir. So, dann kommen wir jetzt zu den Uploads. So, und die sehen wie folgt aus. So. Oh, da passiert ja einiges. Da passiert einiges. Nicht täglich, aber ich würde mal sagen, alle 3 Tage, wenn ich das jetzt richtig sehe. Weil hier vor 3 Tagen, vor einem Tag, vor 6 Tagen, vor einer Woche, vor 2 Wochen, also da passiert schon einiges. Und hier geht es halt hauptsächlich um Shooter, wie man sieht. Hauptsächlich Call of Duty, würde ich jetzt mal sagen. So ganz spontan. Zumindest was die Thumbnails angeht. Und ja gut, hier gibt es noch Battlefield Hardline, Fazit zur Beta. Gut, Hearthstone gibt es auch mal was. Aber hauptsächlich geht es hier, wie gesagt, um Shooter. Und wenn man sich die Uploads so anguckt, ich sollte mal das hier wegmachen. Sorry. Und wenn man sich die Uploads anguckt, sieht man, hier passiert was. Und, oh, was mache ich denn jetzt mal? Ich kann mich gerade nicht entscheiden, Leute. Nehmen wir mal irgendein so Randomize. Ene mene Mist, das Rappel in der Kiste, ene mene weg. Und deine Mutter liegt irgendwo im Dreck. Wo bin ich denn jetzt? Bin ich jetzt da oder bin ich da? Okay. Nehmen wir mal das. Guck mal rein. Hallo und herzlich willkommen, liebe Shooter und YouTube-Freunde, zu einer weiteren kleinen Folge Random Class. Ich drehe mal das Rad und ja, ich schau mal nicht hin. Okay, das ist Battlefield in dem Fall. Das kann ja, nee, nicht aussehen, Ausrüstung. Das kann ja schon mal
Ich scroll schon mal vor, das wird ja sonst doch ein bisschen blöd für die Anfänger. Ja, jetzt kommen sie alle auf mich zu da, oder was? Meine Fresse. Was liegt denn hier? Dürfen wir ja eh nicht mitnehmen. Scheiße. Scheißen Dreck. Wo kommen die alle auf einmal her, ey? Kommen sie alle um die Ecke? Oh, guck mal hier. Aua! Ey, lass mal auch welche übrig, du Wuchtel. Geil. Finde ich cool, gefällt mir. Gesichte, du Drecksack. So, hier einmal. Zack. Und was passieren würde, wäre natürlich noch schöner, ne? Boah. Okay. Es ist so ein Sprallo, ey. Kida hat ihn voll umgerotzt. Also die Runde scheint ziemlich lang zu gehen, wenn ich das so sehe. 146. Da haben sie bestimmt 500 eingestellt oder so. Also so lang werde ich nicht machen. Ich werde jetzt mal gucken. Wie lange ich das insgesamt machen werde jetzt hier. Nicht allzu lang, würde ich mal sagen. Scroll nochmal. Wie jetzt? Du lebst noch. Wie konnte der noch leben, ey? Na egal, hier, sonst hänge ich noch 10 Minuten hier dran, das ist nicht so toll. Ja, ist in Ordnung, hat Full HD, wie man sieht. Gut, wäre jetzt 720 würde auch reichen. Hat eine Facecam eingebaut, wie man sieht. Und, ja, Audioqualität ist in Ordnung, Videoqualität ist in Ordnung, alles in Ordnung. Nichts zu mängeln. Ich hätte vielleicht mal... Moment, gehen wir nochmal in das Video rein. So. In die Tags. Das gehört ja dazu. So, wo haben wir sie? Keywords. Hier. Red Goblin. Red Goblin. Red Goblin. Oh, oh, oh. Ein bisschen viel Red Goblin. Muss bedenken, dass nicht alle Tags in die Suche reingehen, sondern größtenteils, sag ich mal, nur die ersten 5 bis 10 aufeinanderfolgende Tags in die Suchmaschine mit einbegriffen werden, in die Top-Suche. Also wirklich nur in die Top-Suche. So. Random Class, so. Der C4 Noob sagt, ja, ist gut. Battlefield 3 Random Class ist aber Battlefield 4, oder? Ich weiß es. Nee, doch, es war Battlefield 3, glaube ich. Ja, Text hat er ordentlich. Passt. Oh. Sorry. So, also kommen wir zu den Uploads. Und da die auch ordentlich sind. Und das auch alles passt. Also der Kanal, der sieht jetzt schon doch sehr positiv aus. Allein schon was die Bewertungen angeht. Was meine Wenigkeit betrifft. Und bei den Uploads sind wir dabei 90%, meine Damen und Herren. Ja, wird immer besser. Gut. So, dann kommen wir jetzt zu den Thumbnails. So, und das trifft sich ja gut, weil das ist ja dann auch hier. Und die, ja, sehr, ich würde mal sagen, sehr, sehr, sehr Mainstream-mäßig gehalten. Sprich, wie das die großen YouTuber auch haben, große Schrift, dass es direkt auffällt. Was mir direkt auffällt ist, dass man, oh sorry, ich habe vergessen, dass mein E-Mail-Programm zuzumachen, dass man im Banner sieht, welches Spiel er denn spielt. Das finde ich sehr genial gemacht. Also, hier sieht man es ja, hier steht Ghosts, hier steht Advanced Warfare, hier dementsprechend Counter-Strike, hier Battlefield 4, Battlefield 3,
Hier hat wieder Advanced Warfare. Hier ist Hearthstone. Also, finde ich sehr cool. Das gefällt mir. Das gefällt mir sogar sehr gut. Das gefällt mir sogar so gut, dass das dementsprechende Pluspunkte auch gleich bei mir sammelt. Weil das ist so ein, ich denke mal, das ist so ein einzigartiges Ding bei ihm. Das hat er sich, denke ich mal, selber gemacht, würde ich jetzt mal ganz frech behaupten. Und daher mein Daumen nach oben dafür. Und von den Thumbnails an sich, die passen auch. Mächtig Bumm Krach. Ich meine, gut, ist ein Shooter, ne? Bumm Krach im Hintergrund. Aber ich würde mal sagen, das sind alles Wallpapers größtenteils. Das soll aber nicht so schlimm sein. An sich sind die Thumbnails in Ordnung. Was mir halt wie gefällt, ist der Rahmen mit dem Namen drin, mit dem Logo vom Spiel. Finde ich sehr cool. Gefällt mir. Kriegt von mir gleich einen Pluspunkt. Und dementsprechend fällt das hier auch aus. Das gefällt mir so gut, dass das die beste Bewertung von mir kriegt. Also von allem jetzt, würde ich jetzt mal so sagen. Und das wäre dann bei den Thumbnails 95%. Ja, krasse Scheiße, oder? Cool, ne? Freu dich. Gut. Gut, dann kommen wir jetzt zum letzten Punkt, und das wäre die Kanalinfo. So, da ist einiges. So, hallo, ich bin Mikusch. Mikusch? Heißt du so? Ist du wirklich so? AKA Red Goblin. Und heiße euch herzlich auf meinem Kanal willkommen. Ich bin leidenschaftlicher Gamer, vor allem im Shooter-Bereich. Aber auch Spiele außerhalb dieser Sparte machen mir oft viel Spaß. Bei mir bekommt ihr Gameplays zu verschiedenen Ablegern der COD-Reihe, der Call of Duty-Reihe, Battlefield-Reihe, Battlefield 4, sowie auch Counter-Strike, wobei man auch Battlefield-Reihe schreiben könnte. Counter-Strike. Global Offenses, also Counter-Strike Go, zu sehen, welche stets mit Kommentaren zu aktuellen und brisanten Themen des Alltags unterlegt sind. Dies kennt man im Allgemeinen als sogenannte Commentaries. Ja, aber nicht mit Y, sondern mit IE. So, auch andere Spiele, die mir mitunter Spaß machen, können hier ihren Platz finden. Auch wenn diese mal nicht auch aus der Shooter-Schiene kommen. Auf meinem Kanal erwartet euch folgende Highlights. Commentaries, wie gesagt, mit II. Live-Commentaries sind zwei Wörter, sprich live ein Wort, Commentaries ein Wort, beides groß, mit IE hinten. Livestreams, coole Serien und noch viel, vieles mehr. Euch erwartet also ein großes Abenteuer. Abonnieren und somit Pflicht. Ist somit Pflicht. Ich freue mich, von euch zu hören. Lesen. Ja. Nach dem Slash kommt ein Leerzeichen. Nach dem Slash oder ein Komma oder hast du nicht gesehen. Punkt, Komma, Strich kommt immer ein Leerzeichen. Aber das nur soweit. So, dann haben wir hier ein paar Links. Da haben wir hier mein Equipment. Das fand ich vorhin ganz interessant. Da sieht man halt, dass er halt eine PSV hat. Dass er einen Alienware Laptop hat. Dass er ein T-Bone Mikrofon hat. Und was er für eine Maus hat. Und hast denn hier gesehen. Finde ich ganz interessant immer sowas. Dann hat er Twitter noch. Dann hat er Facebook, Instagram, Google Plus, dann hat er, tut er wohl bei Hitbox streamen, weil ich Twitch immer da bevorzuge. So, dann kannst du hier Gameplays einsenden. Und dann natürlich noch Google Plus. Und das Impressum, weil er bei MediaCraft im Netzwerk ist. Das soll uns aber nicht stören. So, Kanal existiert seit einem Jahr ungefähr. Fast. Und jo,
Die Kanalinfo ist auch ordentlich. Hier erfährt man gleich, was kriege ich hier geboten. Ja, was ist das für ein Typ? Also, was spielt er gerne? In dem Fall Shooter. Und ja, hier kriege ich Commentaries, Live-Commentaries und Livestreams. So, sagt alles aus. Weiß ich, was ich kriege. Bumm. Jetzt vielleicht einbringen können, dass du deine Facecam einbindest, aber ob du das in allen Videos hast, das weiß ich jetzt natürlich nicht. Aber ich nehme es mal stark an. Aber die Kanalinfo, die ist auch ordentlich. Also es ist ja bis jetzt der beste Kanal von allen, den ich jetzt bewertet habe. Muss ich ja jetzt mal ganz ehrlich sagen. Und das kommt zu der Schlussfolgerung, dass, ja gut, man hätte ein bisschen was einbringen können, deshalb 100% kannst du nie schaffen, das funktioniert nicht, das schaffe ich selber nicht mit meinem Kanal. Also selbst wenn ich meinen Kanal bewerten würde, würde ich sagen, nee, also das geht ja so nicht, ne, da muss ja noch dit und dit drin, ne. Also, ne, aber nichtsdestotrotz kommt die Kanalinfo 93%. So. Zack. So, ziehen wir das Ganze hier mal rüber, dass ihr seht, dass ich auch nicht bescheiße. So, jetzt gehe ich mal wieder auf die Übersicht. So. Und wir holen mal unseren schlauen Taschenrechner raus. Und wollen doch mal rechnen. So, jetzt seht ihr ja auch nicht bescheiße. So, da haben wir den Banner mit 91. Also ich schätze mal, der wird so auf 92, 93 so rum liegen. Also Banner mit 91. Die Kanalübersicht mit 93. Die Uploads mit 90. Die Thumbnails mit 95. Und die Kanalinfo mit 93. Oh, guck mal, der hat so schon 462 insgesamt. So viel hatte ich noch nie. So, das geteilt durch 5 macht 92,4, meine lieben Freunde. 92,4. Das ist natürlich ein ordentliches Sümmchen. Und das solltet ihr euch echt mal zu Herzen nehmen. Hier hat sich einer Mühe gegeben. Und nicht einfach so, du, ach komm, ich mache jetzt einen YouTube-Kanal, leck Arsch. Nee, der ist ordentlich. Und ich werde hier am Ende von dem Ganzen mal seinen Kanal-Trailer mit einbauen, weil der ist echt genial. Das werde ich jetzt wahrscheinlich öfters machen. Am Ende jeder Kanalvorstellung immer den Kanal-Trailer mit reingehauen. Er geht hier eine Weile, deshalb würde ich sagen, den hau ich wirklich am Ende hin. Und ja, wenn's dir, lieber Red Goblin, gefallen hat, dann hinterlasse mir doch einen Kommentar und auch die anderen, die zuschauen, hinterlasst doch einen Kommentar, was ihr denn von den lieben Red Goblin haltet. Der Kanal-Link wie immer unten in der Videobeschreibung und ich werde es auch hier im Video dementsprechend verlinken. Das müsste hier unten irgendwo aufploppen und dann draufklicken und dann kommt er zu seinem Kanal direkt. Und wenn ihr auch bewertet werden wollt, dann guckt auf meinen Kanal in der Kanalinfo. Dort ist ein Bewerbungsformular, das müsst ihr nur schnell ausfüllen. Das sind 3 kleine Schritte, die in 5 Sekunden, wenn überhaupt, fertig sind. Und in diesem Sinne bedanke ich mich. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da, lasst einen Kommentar da, gegebenenfalls ein Abo und in diesem Sinne bin ich raus und tschüss. Du bist nicht gut, haben sie gesagt. Wenn man so schlecht ist, braucht man keine Videos machen, haben sie gemeint. Es steht, sie haben sich geirrt. Wer ich bin? Sie nennen mich
Red Goblin.